Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5. Ja, heute habe ich wieder sehr, sehr coole, interessante Videos vorbereitet und natürlich wieder ganz tolle Sachen. Aber ich habe auch ein Thema heute dabei und zwar, ich habe mir schon ein bisschen Rat heute suchen müssen, weil ich bald mal versuchen will, Facecam-Aufnahmen zu machen. Das heißt, mit meinem Alltag in GTA 5 auch mit Facecam am Start zu sein. Aber das funktioniert nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe zwar dieses Programm, was der Dennis mir empfohlen hat, aber irgendwie komme ich da gar nicht klar. Vielleicht kann mir irgendjemand helfen mit dieser ganzen Facecam-Sache. Oder ist es überhaupt notwendig, Facecam zu benutzen? Lenkt es zu stark von einem Video ab? Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Na, Facecam, okay, in Call of Duty könnte ich es mir vorstellen, aber ob man das wirklich in GTA braucht, ich weiß es nicht. Jo, hier trinken wir ein bisschen Whisky. Ja, Whisky, der lagert hauptsächlich in sogenannte Fässer, in Sherry-Fässer, auch teilweise. Ja, ehrlich jetzt. Es gibt irischen Whisky, dann nehmen die den Whisky und schmeißen den in Sherry-Fässer aus Spanien. Und der reift dann dort 10, 12 Jahre heran in so einem Fass. Und das gibt dann so einen ganz guten Geschmack. Ich glaube, man nennt das dann auch Single Malt Whisky. Single Malt. Aber das ist dann halt schon 12 Jahre alt. Das hat nichts mit diesem Red Label zu tun, Johnny Walker, weil das ist einfach industrielle Massenware. Ja? Johnny Walker Red Label ist das Käfighuhn unter den Whiskys. So ist die Qualität. Ja, viele denken, die tun sich was Gutes, wenn ich mir jetzt Red Label reinziehe, aber es ist eigentlich nur massenproduzierte Scheiße. Wenn man sich mal ein bisschen klarer kommt hier. So ein guter Whisky, ja, aber egal. Wir wollen jetzt hier nicht über Whisky reden hier. Ich hab ja gesagt, ich will vielleicht Facecam machen. Ich blick's nicht. Ich habe zwar das ganze Equipment und so, aber ich bin einfach nicht so technisch begeistert. Und jemand zu fragen, hey, kannst du mir mal helfen mit einer Facecam? Ich will ein Let's Play machen mit Facecam. Der schaut mich erstmal blöd an. So einen zu finden, so eine Person zu finden, ist schon schwierig. So. Also soll man natürlich jetzt mal hier das Kopfgeld. Das ist natürlich ganz, ganz scheiße jetzt hier gerade, Kopfgeld zu bekommen. Jetzt muss ich mal schauen. Oh, was ist denn das? Ja, ich glaube, der will mich töten. Naja, lass mal. Ja, genau, Alltag in GTA 5, was gibt's heute wieder zu besprechen? Ja, vieles natürlich. Es gibt viel, was angesprochen werden muss. Natürlich gibt es Kriege zurzeit hier, Krisenherde auf der Erde. Alter, es ist ja nicht normal hier, ne? Ukraine, also was da passiert, ist ja schon mal krass und so. Ah. Und ja, Ukraine ist ja ganz, ganz furchtbar da. Ja, gibt sehr viele Tote hier. Also wenn das zum Bürgerkrieg kommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass mal hier, also in Europa, die Bomben platzen, sag ich euch. Ja, so sieht das aus. Die Bomben, die Russland setzt jetzt auch gerade dominant Atombomben in Szene hier. Also ist ja nicht normal hier. Nur so Putin, hallo? Hallo? Du schießest ja Atomraketen ab. Einfach so, machst hier Machtdemonstrationen. Und ich glaube einfach, diese ganze Macht, diese Macht von den Menschen, die hat einfach, gibt nur Probleme. Also, es gibt halt nun mal sehr viele machtbeschissene Menschen, die wollen nur Macht. Die wollen immer mächtiger werden. Mein Gott, ich halte das nicht mehr aus. Und Macht gibt nur Probleme. Genauso wie das Geld und so weiter. Habe ich ja schon mal im letzten Video erwähnt. Okay, machen wir hier mal einen kurzen Cut und gucken mal, wo mein Freund Mich ist. Der ist schon tot, weil die Polizei ihn getötet hat.
Was ich aber mal machen wollte, einen Besuch im Friseurladen, da müssen wir nämlich auch mal rein. So, und zack, oh ja, sorry. War natürlich jetzt wieder mit einer sehr teuren Limousine hier. Der hat rote Haare. Gleich mal. So, ich glaube, ich sind mal richtig. Das ist der Friseurladen. Aber da können wir hier nochmal raus. Genau. Jetzt ist auch mein PSN-Freund beigetreten, der Milch. Hallo Milch, er kann mich leider nicht hören. Das ist ja das Problem, weil ich ja kein PS3-Headset separat habe. Ja, ich wollte mich nochmal bedanken für diese tollen Kommentare, die ich auf YouTube immer bekomme und auf der PS3 bekomme. Ihr seid echt klasse, ihr seid spitze. Ich finde das wunderbar, dass mein Format euch gefällt. Ich gebe mir natürlich Mühe, immer interessante Themen herauszusuchen. Es ist schwierig, weil man findet natürlich nicht besonders viel, wenn man, weil man muss diese Themen, die ich ja sage hier, zum Beispiel Erdöl, Kupfer und so weiter, hier Autos, da muss man einfach das spannend erzählen. Man kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, oh ja, guck mal, jetzt fahr mal Auto hier. Ja, und so ist das. Ne, man muss das auch spannend erklären, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, die Welt ist spannend. Die Welt ist spannend. Die ist nicht langweilig. Die Lehrer, die sind langweilig, die das so langweilig uns vermitteln hier. Mein Gott, ey. Ey, soll das ruhig mal ein bisschen besser hier beibringen, euch Schülern hier. Sei nicht auszuhalten. So, ja. Aufsteigen, Polizei töten und ich sag auf jeden Fall ciao. Wer kann mir ein bisschen weiterhelfen mit dieser Facecam? Der Dennoch hat mir schon weitergeholfen, klar. Aber wie das jetzt genau funktioniert, was ich da drücken muss, also ich blicke ja nicht mehr durch, ganz ehrlich. Muss man übrigens was bezahlen für? Also Dennoch hat gemeint, man muss 15 € bezahlen oder so. Aber das muss doch bestimmt auch gratis gehen irgendwie. Schreibt's mal in die Kommentare. Also haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao.